Kapitel 30. Die wahre Gottheit. Genug. Beendet diesen Irrsinn. Sofort. Tatsächlich stoppten überrascht die Kämpfenden, als sich in dem Eingang der Grotte eine Gestalt abzeichnete. Ruhig schwebte ein einsamer Schatten heraus aus der Dunkelheit in das Licht des Kampffeldes. Darkrai! Missgünstig beäugte der Schatten, unbewaffnet und im normalsten Antlitz, jene Rüstung, welche nun zu ihm sprach. Ein Blick auf die Waffe und die anderen Pokémon zeigend, wer sich unter der Maske befand. Epsilon. Das habt ihr also seit unserer letzten Begegnung gemacht. Und das hast du also gemacht. Autor. Spare dir deinen sarkastischen Ton. Ich bin der neue Autor und der Herrscher dieser Welt. Bist du gekommen, um dich auch noch diesem Haufen anzuschließen? Willst du auch wahren Schmerz spüren? Weder schließe ich mich ihnen an, noch kenne ich das Gefühl von wahrem Schmerz nicht. Ich kämpfe alleine. Und heute gegen dich. Du kämpfst bestimmt nicht alleine. Dieser Kerl ist unser... Ruhe, Aurora. Ich sagte, ich kämpfe alleine. Ihr habt eure Aufgabe erfüllt und genug Zeit geschindet, bis ich angekommen bin. Ich beende das hier. Du willst mir wahrlich alleine gegenübertreten. Du armer alter Narr. Du bist nur ein Pokémon. Und ich bin ein Gott. Du weißt nicht, wem du dich hier gegenüberstellst. Nein. Du weißt nicht, wem du dich gegenüberstellst, Epolyxus. Wie immer, aus dem Nichts, erschienen zwei Langschwerter in den Händen Darkrais, welche denen des Epolyxus 1:1 glichen. Also los, Dämon. Kämpfe um dein Leben. Wenn du dich traust. Bereits am eigenen Leibe hatte Epsilon spüren müssen, wie viel Macht Darkrai in dieser Welt tatsächlich zu haben schien. Oder zumindest, dass er viel hatte. Das gesamte Ausmaß verblieb letztlich doch eher ein Geheimnis. Doch auch der stärkste Krieger war am Ende des Tages nun mal nur ein Krieger. Und trotzdem verweigerte Darkrai jegliche Hilfe. Und zumindest für nun wäre es für alle das Beste, seinem Befehl zu folgen. Aber da hatte Epsilon sich bereits entschlossen, sollte der Moment kommen, welcher es nötig machte, würde sie sich wieder einschalten, ob mit oder ohne Einspruch. Zunächst jedoch würde auch sie nur beobachten, was geschah. In vollem Erstaunen betrachtete Epolyxus den Feind und seine beiden Klingen. Amüsement breitete sich erneut auf seinem Gesicht aus. So, so, wenn du dich immer selbst überschätzt. Aber dann soll es mich freuen, endlich einmal selber zu sehen, was denn der stärkste aller Krieger so drauf hat. Die Antwort Darkrais folgte mit dem ersten Zug eines Kampfes. Es war derselbe Beginn, den er auch gegen Epsilon getan hatte, bei welchem er in die Luft emporschwebte und ein Schwert gen Himmel hielt, so dass es und er durchdrungen vom roten Licht wurden. Und auch die Fortsetzung war identisch. Als Darkrai vom Himmel herabstürzte und seine Klinge in den Boden rammte, wonach eine Druckwelle den ganzen Raum erfüllte. Darkrais Antlitz war durchzogen von roter Energie, bereit für jeden Kampf.
Epolyxus schien sich hiervon nicht stören zu lassen. Lediglich die Dauer, die es brauchte, bis endlich eine Schlacht begann, erhöhte sich. Weshalb nun zwei Laserstrahlen losschossen. Im selben Moment wie ein Schwertstreich, Epolyxus. Allerdings schien jeder einzelne dieser Angriffe schlicht durch das Ziel hindurchzuschießen. Die Verwirrung hielt für einen Moment die Überhand. Was ein Moment war, welchen Darkrai nutzte, um eine Fontäne aus rotem Licht aus dem Boden durch seinen Feind zu schießen. Der von dem Angriff alles andere als unverwundet wirkte. Aber im Zorn sofort dafür bereit, weiterzukämpfen. Weitere Schwerthiebe folgten, doch erneut schien jeder Einzelne einfach durch den Feind hindurch zu schießen. Allerdings würde sich Epolyxus nicht als wehrlos erweisen. Denn als der Hagel an Angriffen endete, war es erneut Darkrais Zeit anzugreifen. Doch diesmal war der Dämon bereit, wich aus, schwang sein Schwert, um so Darkrai tatsächlich zu verwunden. So war das also. Der Schattenkrieger war nur dann verwundbar, wenn er selber angriff. Wissen, welches Epolyxus nun auch hatte. Allerdings war dies auch Darkrai bewusst, der sich sofort distanzierte und rote Energiebälle kreierte, welche um ihn herumkreisten. Zunächst rechnete Epsilon damit, dass diese nun gleich losschießen würden und den nächsten Angriff darstellen. Doch Darkrai dachte weiter. Denn stattdessen schossen Blitze vom Himmel, welche nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für das Ziel überraschend kamen und somit trafen. Erneut wollte Darkrai sofort einen Schwertstreich nachsetzen. Doch Epolyxus war bereit, wich aus und konnte nicht kontern, da die Energiekugeln um Darkrai seinen Konterangriff abwehrten. Gleichermaßen konnte der Schatten selber den gescheiterten Konterangriff erwidern, mit einem Schwerthieb beider seiner Klingen. Nach einem kurzen Moment des Nichtsgeschehens schlossen sich die beiden verbliebenen Engelsaugen und mit keinen verbleibend zerfielen die Flügel und es verblieb nichts außer Federn auf dem Boden. Was zur Hölle bist du? Dasselbe könnte ich dich fragen. Eine Bestie, die sich Epolyxus schimpft. Glaubst du wirklich, diesen Titel zu verdienen? Hast du ihn je überhaupt verdient? Natürlich habe ich das. Ich habe alles getan, um die Fehler der Welt niederzubrennen. Habe tausende Pokémon getilgt. Aber dann hat der Autor mich verraten. Der erste Wunsch, der Lebenssinner des Epolyxus, sollte sein, die Fehler der Welt zu beheben. Und stattdessen hast du dich von Zorn überkommen lassen. Bist selbst zum größten aller Fehler geworden. Du hast den Platz eines Autors eingenommen. In jedem Weg die Gesetze der Welt ignoriert und gebrochen. Jede Geschichte hat einen Epolyxus. Und du bist in diese eingedrungen, kreiertest einen zweiten und griffst nach Macht, während es einen Autor gibt, welcher diese Welt noch schreiben will. Letztlich ist es unsere Aufgabe, seinem Willen zu folgen. Unsere? Meine Aufgabe ist es, die Fehler dieser Welt zu beheben. Nur weil du diesem Schreiberling in den Arsch kriechst, muss ich noch lange nicht jemandem gehorchen, der mich anlügt und betrügt. Du sprichst, als wäre es nicht letztlich der Autor, der überhaupt bestimmt, was der Fehler ist. Er kreierte und schrieb die Welt. Die Welt gehorcht ihm. Was weißt du schon? Die Welt steht für sich selbst. Sie spürt Schmerz und Qual durch all die Sünden. Aber ein Pokémon könnte dies nie verstehen.
Aber einer der unseren sollte es besser wissen, als du es tust. Einer der unseren? Wer ist für dich wieder? Du und ich, wir haben nichts gemeinsam. Es tut mir leid. Ich habe dich behandelt wie eine Polyxus. Aber ich hatte nicht bedacht, dass ein Fehler nicht verstehen würde. Es gibt wohl doch keine zwei von uns mehr in dieser Welt, sondern nur mich. Allein in meiner Verantwortung. So wie immer. Du willst ein Polyxus sein. Du hältst dich für einen der Wahren. Ich bin einer. Seit dem Tag meiner Geburt. Nur dass ich lernte zu verstehen, was Fehler wahrlich sind und was nicht. Ich lernte, der Welt ein Wächter und Beschützer zu werden. Und heute bist du es, vor der ich sie schützen muss. Und weshalb? Als Epolyxus müsstest du meinen Schmerz verstehen. Eingesperrt, versiegelt für Jahrhunderte. Im Versprechen, dass ich eines Tages sollte ich endlich frei werden. Ich endlich all die Fehler beheben dürfte, welche mich so lange plagten. Und all dies, damit mir jene Freiheit doch noch entrissen wird. Was erwartest du von mir? Mitleid. Ich war einst nur ein einsamer Epolyxus, versiegelt im Inneren eines normalen Darkrai. Aber weißt du, wo der Unterschied lag? Nach den ersten Wochen, in denen diese Hülle für Epolyxus ein Gefängnis war und für Darkrai Epolyxus ein Fluch, lernten wir einander Leid zu verstehen und uns als Gleichgesinnte zu verstehen. Und so, auch mit Kompromissen beider Seiten, konnten wir irgendwann ein und dasselbe werden. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen ich zwei Stimmen in mir hörte. Darkrai und Epolyxus. Darkrai lernte Epolyxus die Schönheit des Risikos, der Imperfektion, die Kunst im Unreinen. Dafür lehrte Epolyxus Darkrai die Leiden der Welt und ihres Kernes, die Bedeutung der Bereinigung, so dass wir letztlich gemeinsam zu einem Wächter werden konnten, der diese Welt schützt vor allem, was wahrlich ein Fehler ist, was wahrlich Qual im Kern kreiert. Und gemeinsam wurden wir zu etwas, was du nie lerntest zu sein. Ein Bereiniger von Fehlern. Ein Epolyxus. Ein Epolyxus mit Gewissen. Nein. Einfach nur ein Epolyxus. Du hingegen bist nichts als ein Hass, der alles Gute verdrängen will. Für einen verzerrten Sinn der Gerechtigkeit. Erzürnt schwang sich das Monster wieder auf die Beine. Beide Schwerter zum Angriff gezückt. Und selbst wenn das so wäre, weshalb muss ich mir Vorträge eines Moralapostels anhören? Es interessiert mich nicht, wie du redest. Wenn du dich eine Polyxus schimpfst, dann hast du recht, dann will ich keiner sein. Nenne mich doch, wie du willst. Es ist egal. Diese Welt ist mein und sie wird erfahren, was wahre Reinheit bedeutet. Und davon kann mich niemand abhalten. Furcht hatte Darkrai noch nie gezeigt. Doch meistens blieb er recht neutral. Hier hingegen wirkte er beinahe belustigt. Nun dann, beenden wir das hier eben. Weitere Energiebälle erschienen im Nichts und kreisten um Darkrai, welcher nun im Angesicht eines Gottes aus Blut schien, als wäre er wahrlich überlegen. Und doch dachte ich, du würdest den Kodex kennen. Im Kampf, im Krieg. Selbst dort respektieren sich Feinde. Aber du zeigst keinen Respekt. Und damit besiegelst du dein Schicksal. Denn so verdienst du es, keinen Rückhalt zu spüren. Grelles Licht
blitzte ein weiteres Mal auf. Wieder und wieder und wieder. Ringe des Lichtes in allen Farben, die sich ein Verstand nur vorstellen könnte, schien um Darkrai zu kreisen und nach Teil von ihm zu werden. Im grellsten Licht sah man vom Schatten selber nur einen Umriss. Dieser jedoch war umrandet von den Farben des Regenbogens. Und nach einigen Sekunden schien etwas am Rücken des Wächters heranzuwachsen. Und als das Licht verebbte, zeigte sich auch, was es war. Immer noch schien Licht um Darkrai zu glühen. Auch um den grauen, einzelnen Engelsflügel, welcher nun an seinem Rücken hing. Das Schwert, welches er in seiner rechten Hand hielt, auf selbiger Seite mit dem neuen Flügel, hatte ebenfalls seine Farbe zu selbigem Grau verändert. Anders als in der Engelsform des anderen Epolyxus, wurde dieser Flügel nicht durch eine Form von Auge geschmückt, sondern war genau, wie man sich einen Engelsflügel vorstellen würde. Dann ist es wohl an der Zeit, dass du dorthin geschickt wirst, wo du hingehörst. Der Kampf entbrannte erneut, mit den Energiekugeln um Darkrai immer noch imstande. Doch inwiefern war es ein Kampf, welcher hier noch herrschte? Epolyxus konnte an diesem Punkt nur noch mit Blut und Schwert kämpfen. Eine seiner Waffen, oder eher gleich 8 von ihnen, je 4 Flügel und 4 Augen, waren zerstört. Darkrai hingegen nutzte zwar seinen Flügel nicht wie ein weiteres Schwert, anders als Epolyxus bei seinen getan hatte. Doch trotzdem war dieser ein Mittel des Duells. Denn was dieser Flügel mehr war als alles andere, war ein Schild. Blutangriffe perlten ab, als wären es bloße Wassertropfen. Klingenhiebe stießen auf Widerstand, stärker als Diamant. Andersherum jedoch stießen Langschwerter auf Langschwerter. Doch Darkrais Hiebe schienen fast auszureichen, um die Klingen in den Händen seines Feindes zu zerbersten. Nun, wo defensiv keine Not zu herrschen schien, schossen die Energieprojektile ebenfalls los, um tatsächlich zu Angriffen zu werden, auf welche Epolyxus achten müsste. Der neue Autor, der Verräter seiner eigenen Art, schien aber nicht bereit aufzugeben. Er kämpfte mit allem, was er noch hatte. Mit Zorn, mit Blut. Doch es schien einfach nicht zu genügen. Nachdem er bereits eine große Schlacht gegen die Pokémon geführt hatte, welche Epsilon versammelt hatte, zusammen mit der Plotkaiserin in wahrster Gestalt selber, war eine Begegnung mit einem weiteren Epolyxus vorbestimmt. Seine Engelsform war bereits beschadet. Sein Gegenüber war mehr als bloß ein Dämon, sondern eine Art seinesgleichen. Kämpfend jedoch mit Moral, Willen und Entschlossenheit. Alles Emotionen, welche ein Wesen gar nicht empfinden konnte, welches nicht mehr war als bloßer Hass. Und so blieb es bloß eine Frage der Zeit, bis ein Stich der mächtigsten Klinge nicht bloß auf Metall stieß, sondern das nicht vorhandene Herz des Blutgottes durchbohrte. Es ist vorbei. Es, diese Welt mag euch gehören. Aber irgendwann, es gibt so viele Zeitlinien, so viele Parallelwelten. Ich sehe alle von ihnen, spüre sie alle, bin sie alle. Es ist unabdingbar, eines Tages irgendwo,
Irgendwann werde ich endlich siegen. Wir werden uns wiedersehen. Ich und eure anderen selbst. Eines Tages werde ich alles ändern können, was war und was ist. Es ist nie vorbei. Nicht bevor ich siege. Und dann werde ich zurückkehren in alle anderen Welten. Und ich werde sie alle vernichten. Wartet nur auf meine Rückkehr. Mit diesen letzten Worten zerfiel das Monster zu nicht mehr als einer Pfütze aus Blut.